Was geht ab, meine hammergeilen Sujuk-Fressen? Seit dem 5. September kann man in GTA 5 online Actionfiguren sammeln. 100 Stück gibt es an der Zahl und wenn ihr das gesammelt habt, kriegt ihr einen Superheldenanzug. Den gibt es am Ende des Videos zu sehen. Und ihr kriegt halt für euer Penthouse exklusive Figuren, die ihr halt aufstellen könnt. Das finde ich irgendwie interessant. Ich habe das Ganze euch dann hier in diesem Video, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, gemacht, dass ich halt sammel. Ihr kriegt halt so ein SMS von einem Typen und der sagt, ey yo, ich brauche hier und da brauche ich paar Sachen. Jemand hat meine Figuren geklaut und so weiter und so fort. Sammel die für mich bitte, kriegst auch Geld. Insgesamt kriegt ihr $1000 pro gesammelte Figuren, 50.000, wenn ihr alle gesammelt habt, also $150.000, exklusive Anzug, Superheldenanzug und natürlich einen wunderschönen, hammergeilen Figuren, Sammlung, Kollektion für eure hammergeile Penthouse. Also, Rockstar Games hat da überhaupt keine Sachen gemacht, also ihr werdet nichts eingeblendet sehen oder vibrieren, wenn ihr in der Nähe seid und deswegen wollte ich euch einfach mal helfen. Ich finde das asozial, ich habe eine Karte gefunden und habe diese Karte genommen. Mit Karte hat es richtig lange gedauert. Ich denke, mit diesem Video seid ihr deutlich schneller als ich unterwegs und ja, ich wollte euch helfen, dass ihr halt Geld macht schnell. Ich wollte euch helfen, dass ihr wisst, wo was ist. Vielleicht habt ihr ja schon ein paar gesammelt und findet den Rest nicht. Dann nimmt das am besten hier dieses Video. Drückt immer auf Pause, merkt euch, wo was ist, dann läuft das Ganze. Ich werde jetzt nicht in dem Video sagen, wo alles ist, sondern ich zeige euch das halt im Hintergrund, während ich am Reden bin. Drückt immer auf Pause, wenn das zu schnell für euch ist. Geht mit eurer Personal Mark 2, fliegt dahin, sammelt die Figur ein und drückt dann auf Weiter. 100 Stück, wie gesagt, das kann etwas lange dauern. Mein Tipp ist, nimmt ein Oppressor Mark 2, ein Jetpack oder Motorrad. Auto könnt ihr auch nehmen von mir aus, in der Innenstadt vor allem. Es gibt einige Orte, die sind halt unterirdisch, das dürft ihr nicht vergessen. Sucht euch die Eingänge, U-Bahn-Stationen und so weiter, ihr wisst Bescheid. Das sollte überhaupt kein Problem sein, wie gesagt. Schaut euch vielleicht auch immer wieder das Video ein bisschen weiter an, anstatt der Ort, wo ihr wollt, wo ihr hin wollt, damit ihr halt schon wisst, wo ihr als nächstes hin müsst, weil einige Stellen erkennt man in Los Santos. Merkt euch, wie gesagt, die Zahlen. Wenn ihr mal Pause macht, kommt einfach zurück in diesem Video und macht dort weiter. Und dann seid ihr erfolgreich wirklich dabei. Wer wirklich diese Sachen sammeln möchte, dem wünsche ich viel Erfolg. Und wirklich, hätte ich dieses Video gehabt, wäre ich deutlich schneller fertig. Weil die Karte war ungenau, die angezeigt worden ist, die ich im Internet gefunden habe. Die war sehr ungenau. Und ich denke, mit diesem Video läuft das besser. Und ich habe schon ein Video gesehen. Also, während ich am Aufnehmen war, habe ich gesehen, dass ein Typ das gleich gemacht hat. Aber, also ein Ami wahrscheinlich, ein Amerikaner. Aber der hat zum Beispiel im Los Santos Flughafen was gesammelt und dann ist ganz nach Norden die nördlichste Stelle dorthin gegangen. Also das ist richtig schlecht, was er gemacht hat, um ehrlich zu sein. Ihr müsst oder ihr solltet natürlich euch einen Weg machen. Ich habe mir halt einen Weg vorbereitet, den ich geflogen bin und dementsprechend habe ich halt dort Sachen dann halt eingesammelt nach der Reihe, alles nah beieinander, sodass man halt nicht viel Reisezeit hat. Wenn ihr das Ganze machen wollt, viel Spaß an die, die es machen wollen, viel Erfolg, $150.000, Exklusivanzug und halt diese Figuren finde ich persönlich halt, ja, gut, aber etwas wenig, weil man halt selber nicht weiß, wo etwas ist und dir kaum oder gar nicht geholfen wird. Das ist schlimm. Das ist schlimm, Leute. Naja, jetzt läuft im Hintergrund das Video weiter. Ich bin raus und ein bisschen Musik. Wenn euch die Musik oder meine Stimme stört, während ihr euch das Video anschaut, einfach auf stumm machen und so anschauen. Viel Spaß, Erfolg, keep it hammer geil, tüdelü, ihr nicht blöden Wichser.
Thank you.